Ja, moin moin und hallo, hier ist der KK zurück. Und zwar, wir befinden uns gerade bei Peasant Valley und werden versuchen, erstmal die Jeeps hinten auszuräumen und dann nochmal zu kontrollieren, ob wir auch irgendwie da reinkommen. Denn, wie ihr schon wieder seht, sind hier aber wieder so viele von Zombies, so viele Zombies, wodurch wir nicht in die Container oder so rein, ins Haus und in den O-Wagen rein können, ohne gesehen zu werden, gejagt zu werden, gefressen zu werden. Weshalb unser Primärziel die Jeeps ein bisschen weiter entfernt sind und von dort auch wieder Maschinenartiges holen. Wenn du ein Zombie siehst, dreht sofort um. Das sind so meine Ratschläge für mich gerade selber. Um diese beiden Jeeps zu plündern. Denn vielleicht finde ich bei den Jeeps neue Ausrüstungsteile für mich selber. Ich hoffe, dass in der Zukunft wir auch diesen Jeep fangen können. Zum Beispiel bekommen wir eine Stacheldrahtbarriere sowie ein Barett, welche wir vielleicht später für Barrikaden gebrauchen können. So, das heißt jetzt für mich erstmal ganz gemütlich zurück vom Berg und dann weiter Richtung Baustelle. Dafür sind wir jetzt vielleicht noch, wenn es klappt. Wow. Und damit habe ich den erst angelockt. Yep. Schnell bergauf und ab durch den Wald. So, weiter. Wir beeilen uns jetzt gerade sehr schnell weiterzukommen. Wobei. Unser neues Ziel. Pardon, ein bisschen Husnari. Und zwar unser neues Ziel aktuell ist, wieder die Baustelle aufzusuchen. Dort gegebenenfalls wieder neue Teile zu besorgen. Um uns dann weiter auszurüsten. Zum Beispiel Essen oder neue Waffen. Der Hammer wäre jetzt auch langsam gut. Vielleicht haben wir riesen Glück und bekommen dort einen neuen Rucksack. Das Barett. Warte mal, was sind nochmal die Effekte vom Barett? Ah! Diese Kopfbedeckung ist stylisch Militärmode und lässt sich in der Kampfzone verdammt gut aussehen. Ja, lauf ich mal so. Wobei, der Helm bietet einen guten Basiskopfschuss. Dieser hier ist schwarz. Dann nehme ich lieber den Basiskopfschutz. Und lass das Barett einfach mal
Budget runterfahren. Denn wenn zum Beispiel wenn jetzt irgendwie da so ein Fakt nimm mal schreiben. Mal eine Antwort geben. So. Mann! Zumindest wissen wir jetzt schon mal, dass wir vor Chin 0 von geschöpft sind. Naja. Aber es gibt die Grundregel, also ich lese mir hier gerade auf den Text nebenbei, gerade nochmal durch meine lieben Freunde. Und zwar, die sagen ja, die sind freundlich. Manche sind freundlich, wie zum Beispiel mein Kollege von Polen, aber die vertraue ich gerade kaum. Denn ich weiß ja nicht, ob die wirklich freundlich sind. Und notfalls muss ich die wirklich mit meinen Baseballschläger oder mit meinem taktischen Messer dem A1 über die Rübe hauen. Ja, das ist, wie gesagt, schon etwas langweilig, dass ihr alle seht, wie ich die ganze Zeit durch die Pampa laufe, aber insgesamt ist das das Beste, was wir machen können. Wir können auch an einem Platz bleiben und uns durchhalten, aber habe ich auch gerade keinen Bock dazu. Oder sterben. Weshalb ich euch auch eigentlich diesen Alltag vom Spiel zeige, immer überleben, Lebensmittel sammeln und hast du nicht gesehen. So, ich gucke auch parallel wieder ein bisschen Fernsehen.
So, wir haben auch unser Ziel wieder erreicht, und zwar die Baustelle. Denn hier weiß ich wirklich, dass es sehr gute Items zu spawnen gibt. Zum Beispiel auch irgendwie einen Hammer und so weiter, denn mit dem bin ich auch viel besser ausgerüstet. Denn ein Hammer, so sagt man immer, braucht 3 Schläge, um einen Zombie... Ach du Scheiße, ich hab Durst. Ein Hammer braucht rund 3 Schläge, um einen Zombie auszumerzen. Während so ein Basie so gut präzise vielleicht 5, 6 braucht. So, und wir kommen auch so oft wieder hier zurück, um Standardausrüstung zu farmen. Zum Beispiel. Was ich auch gleich bekommen werde, höchstwahrscheinlich, ist wieder 4 Nahrung. Darum geht es erst später. Mal gucken, was ich für uns hier finden werde. Zum Beispiel nix. Vielleicht war hier schon jemand gewesen oder ist noch jemand? Nee. Schraubenschlüssel. Schraubenschlüssel. Das war's. Mini-Smiles. Mini-Smiles gibt's hier, dann gibt es Instant Haferbrei. Wie... Oh, endlich. Dafür lasse ich die Taschenlampe schon fallen. Und werde mir den Hammer ganz gemütlich auch mitnehmen. Und sehe... Alles voll. Dann werde ich jetzt auch mal mich hochbegeben. Schnell erst... werde mich auch hauptsächlich wieder auf Lebensmittel spezialisieren. Gibt leider kein... Oh. Ach so, Schraubenschlüssel. Ich hab gedacht, ein Beil. Hier ist wieder Medic dran. Der bringt nichts. Schutzhelm brauche ich nicht, dafür habe ich jetzt gerade meinen M9 Helm. Schnell weiter hoch. Vorräte holen. Ah. Standard meine Schaufel. Ah, gibt es eigentlich den Plan hier auch drin? Nein. Da haben wir den Schutzhelm. Und haben hier auch. Leute, schade.
ich kann zumindest jetzt auch schon mal sagen, ich werde jetzt hoffentlich auch erfolgreich zu Ende hinlaufen. Das werde ich euch auch nochmal zeigen. Vielleicht treffen wir auch nochmal Zombies oder sonstiges Gedöns. Ich werde erstmal alles niederlegen. Und habe auch gleichzeitig neue Dinge wieder gewonnen. Zum Beispiel diesen handlich-praktischen Hammer. Mit 4 Schlägen ist jeder Zombie weg. Dann meine Barrikaden. Was zu trinken, aber das Trinken darf ich jetzt erstmal nicht mehr nehmen. Und das ist jetzt so wieder ein kleiner Vorrat, den ich mindestens wieder ins Ziel mitnehmen muss. Schön in die Knie. Und kann sehr schön jumpen. Zum Beispiel hier so. Wupp, wupp, und wupp. So. Naja, wir sind aber heute auch sehr gut mehr erreicht. Wir waren oben bei West Border im Park gewesen, sind dann Richtung Patch Farm, Richtung Airport, Logan Farm, runter nach Fieswert. Wieder zur Baustelle und gleich sind wir zu Hause. Und haben auch neues Equip, wie zum Beispiel unsere Stacheldrahtbarriere, sowie mein neu verwendetes neues Essen, einen Hammer und einen neuen Helm. So, renne ich erstmal noch weiter. Am besten beende ich jetzt die Aufnahme. Ihr seht uns dann, oder seht mich dann in der nächsten Folge von Let's Play War Z in Klammern jetzt Survivor. Bis dahin, auf Wiedersehen.